So, willkommen zurück zu Paraworld. Ja, für alle, die enttäuscht waren, dass wir jetzt letzte Folge noch nicht angegriffen haben, hat einen Grund. Ich wollte erstmal formieren Aus dem alles Weg. und sicher sein, dass ich genug Einheiten zur Gehört Verfügung euch habe, zum bevor ich Krieg. angreife. Wir werden auch Klar, regelmäßig in der klar. Basis angegriffen und ich weiß nicht, woher das direkt kommt. Ach, doch, direkt von hier. Okay. Dann hier mal Angriff fleißig. Mal gucken, wie wir es hier handeln können. So ein bisschen greifen die meine Salter-Transporter an oder mein Titan, aber nein, die greifen Kohle an. Ich bin dabei. Ja, ihr seid natürlich super euer aufgehoben. Ja, du kannst auch ein bisschen weiter weggehen, damit du hier angreifen kannst. So, Bela kann aufsteigen. Sehr schön. So wie ich es wollte. Okay, Platz da. Dann geht's weiter voran. 1 und 3 gehen voran. Ich gehe vor. 2 geht mal hier hin. So, schauen wir mal aus. Hier sieht alles in Ordnung aus. Was ist mit unserem Stein hier unten? Stein? Gibt's nicht mehr. Okay, dann geht jemand hier hoch. Hier haben wir noch genug Stein. Seid mal nicht so faul hier, bitteschön. Zu Diensten. Der ist mal wieder faul. Und die ziehen hier mit. Nein, das wollte ich nicht. Sofort. Du kannst mal hier ein Nahrungsfeld aufbauen, wenn wir schon dabei sind. Hier. Gut, gehen wir mal weiter Richtung Basis. Scheint so, als würden die mitkommen und es behilflich sein beim Angriff. Den Bogen mal hier angreifen und mal mit den Schriften zu nutzen. Lange nicht mehr gemacht, die Spezialfähigkeiten. Das spart uns doch so viel Ärger. Ja, und die helfen uns doch mit ihren Titanen und den allen Einheiten. Das ist auch mal was Feines. Ich gehe vor. Den Triceratops lässt die mal schön Ruhe. Endlich Action! Wäre cool, wenn die nicht so die Basis stürmen würden. Ich will euch gerne als Unterstützung haben. Und es eignet sich nicht, wenn ihr direkt zur Basis hinrennt. Mein Gott, ihr seid echt ein Paar. Also taktisch ausgeklügelt seid ihr nicht. Platz da! Ich versuche aber wenigstens so schnell wie möglich hinterher zu kommen, damit ich euch ein bisschen behilflich sein kann. Ja, Titan, nicht so toll. Na komm. Ja, wir werden hier ein bisschen was zerstören. Wo ist noch ein Gatling? Hier unten. Ohne zu zögern! Feuert von allen Kanonen! Ei, ihr nicht. Ich gehe vor. Ohne zu zögern! Ohne zu zögern! Aber sieht gut aus. Komm. Auf eins mal wieder ein bisschen versammeln. Können wir versuchen hier anzugreifen. Naja, komm ein bisschen näher. Dann kommen wir auch hier richtig ran an den Geschützturm. Und hier, Team 1. Mal gucken, vielleicht können wir mit unserem Druiden hier ein bisschen behilflich sein und die mithalten. Wäre cool, wenn wir die Zeit haben, teilen könnten. Na, scheint nicht so. Und los! Seid mir hier behilflich. Ich will nicht, dass sie hier sterben. Jetzt greifen die mit Ruinen an, ich weiß es nicht. Oh, da kommen sie doch ziemlich an. Uha. Haben sie den T-Rex getan besiegt? Nee, doch nicht. Die haben nur alle ihren Spaß. Ja, sollen sie haben. Und hier. Zerstört.
Ich bin da. Greifen Sie den aber wieder an, oder? Kohl wird angegriffen von irgendjemandem. Oh, gerade ist der Droide draufgegangen. Das habe ich nicht gesehen. Ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ist okay. Nervt nur ein bisschen. Diese hier Idioten, die hier rumlaufen. Ja, Kohl werde ich ein bisschen zurückziehen, damit er nicht so viel Schaden hat bekommen. Hier fleißig diesen Gatling-Turm zerstören, bevor wir hier durchmarschieren. Aber scheint auch so, ja, T-Rex ist gefallen. Der Bogen, die Schrotten sind bereit. Und los! Team 1 kann niemand attackieren. Team 2 weiterhin hier, schön. Gut. Reicht aus. Gatling-Turm zerstört. Ich glaube, weitere waren hier nicht zu sehen. Hier sind noch welche. Hier sind es nicht. Aber dazu müssen wir erstmal den Turm zerstören. Das Tor zerstören, damit er hier durchkommt. Außerhalb der Reichweite, aber jetzt geht's wieder. So, zerstört. Mal gleich hier den Gegner ein bisschen ärgern. Ja, bevor hier weiter hier Kohl und so angreift. So, Zwischensequenz, was passiert denn jetzt? Hat was mit der komischen Eile zu tun? Und Grafikfehler hier schon auf der Seite, auf der linken. Okay, da war eine merkwürdige Einheit. Keine Ahnung, wer das war. Auf dem Weg. Einfach mal gucken. Ja, da lang. Versuchen wir mal, ziemlich voranzuschreiten. Wir können natürlich so gemein sein und unsere Verbündeten einfach mal hier vorlaufen lassen. Okay. Das ist der komische Executor MK2. Scheint eine Art Titan von denen zu sein. Führt uns zum Sieg. Ja, schön. Aber erstmal gleich dich hier zerstören, bitteschön. Gatling-Gebäude. Jetzt kommt der Executor. Wir machen unsere bekannte Taktik. Ich liebe Kompostebogen. Und Klick-Klack. Attacke. Überraschung. Oh, jetzt wird Kohl direkt angegriffen. Weg mit dir, Kohl. Du gehst ganz weit raus. Ich will dich doch überleben lassen. Und fang jetzt. Kannst du nicht fangen. Jetzt greift er wieder am Nahkampf an, ich weiß nicht. Auf dem Weg. Alle hier die Vieh zerstören. Genau, beide Gatling-Turm zerstören. Hey Kohl, du hast nur noch 70 Energie, lass mal. Titan, warum kannst du nicht die Fangen jetzt auf die Erde? Doch, jetzt ist er zerstört. Sehr schön. So, weiter. Muss doch mal zerstört werden, dieses Team. Wie schützt du? Da ist er noch. Weiter. Wo? Wo wartet ihr? Platz da. Platz da. Platz da. Da lang. So, zerstört auch noch der. So, mit dem Fahrzeug werden wir mit den Einheiten die. Eine bestimmte Reichweite haben, werden wir ein bisschen zurückgehen. Damit wir hier ordentlich die Gebäude zerstören können. Hier ist eine Kaserne. Gleich mal weg damit. Und hier ist ein Maschinenwerk. Das ist erst recht weg damit. Machen wir gleich mal jetzt Frontziehung. Damit das Ding mal nicht zerstört wird. Einfach alles weg hier, bitteschön. Sie dürfen nicht entkommen. So, hier noch eine Kaserne.
muss zerstört werden. Also los damit. Hups, hups. Gut, hier ist so ein Stahlwerk. Sammelstelle für Einheiten. Oha. Kohl. Rückzug. Auf dem Weg. So, Gatling. Stina auch Rückzug. Schnell! Los geht's. Ruhig. So, Unbesiegbarkeit. Ich lasse mal eine Stufe aufsteigen. Ja, bitte. Denn Stila ist gestorben. Ist ja super. Ja, leider ist Stila gestorben. Wir werden hier weiterhin die Gatling-Gebäude zerstören. Gatling-Schutztürme. Ja, leider nicht geklappt. Gut, wir müssen das Gebäude hier zerstören. Das ist eigentlich unser Hauptzielpunkt. Wieder falsche Taste. Und das werden wir auch machen. Einfach mal. Oha, das waren Arbeiter, die ich hier wollte. Wie viele eigentlich angegriffen? Ausgezeichnete Waffe. Auch noch ein Gatling-Geschützturm. Wusste ich gar nicht. Nächste Aufgabe. Auf dem Weg. Weg damit. Gut. Und jetzt Angriff wieder hier rauf. Ja, da lebt nur noch Kohl. Aber na gut, das war jetzt mit meiner Schuld. Wir machen eine kleine Pause. Und dann sehen wir, wie die Zwischensequenz startet. Also, bis gleich.